I've got an eye for victory. Ja, ich habe auch ein Ei für Victory. Warum nicht ein Omelette, aber auch egal. Wir spielen Omega Strikers, deswegen Omelette, nicht wegen Ei. Ne? Natürlich. Wie erkläre ich das? Ich würde sagen, ihr guckt es euch einfach an. Es ist ein bisschen Fußball mit Smash gemischt, I guess. Und ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal. Und wir gucken mal, was hier so passiert. So, und zwar müssen wir einfach nur diesen lustigen Ball da reinkriegen. In das Löchlein. Und wir spielen mal so ein bisschen ab an unsere Kollegen, so ein bisschen an der Seite vorbei. Das war scheiße. Versuchen natürlich so ein bisschen auch an den Leuten vorbeizuspielen. Wir haben ein nettes Tor gemacht. Das ist übrigens ranked. Wir sind irgendwo in der Mitte von Gold und wir können so lustige Spam-Sachen machen. Natürlich Emotes. Ja, wir haben hier unten Fähigkeiten, das habt ihr gesehen. Wir steigen Level auf. Ist ein bisschen MOBA-mäßig. Ups, da dachte ich, ich habe Fähigkeiten ready. Jetzt ist mein Schild so ein bisschen gebrochen. Das heißt, wenn ich jetzt aufs Maul kriege, dann fliege ich einfach einen Kilometer weit weg. So, jetzt haben wir uns wie unsere HP quasi regeneriert. Und hoffen einfach, dass wir so ein bisschen wieder hier durchkommen. Das ist ein bisschen schwierig, das live zu kommentaten natürlich. Deswegen versuche ich es aber trotzdem. Wir haben den Ball so ein bisschen jetzt im Gegnerfeld gehalten. Nice, wieder vorbeigespielt. Oh, da gönnen wir uns erstmal eine Pepsi. Das erste Game, so ein Aufwärmgame, läuft aber perfekt. Wir sind ein krasser Juliet Main. Na, die ist so ein bisschen Brawl-mäßig, die heißt es. Die geht ein bisschen rein, die will ein paar Sachen machen. Ups. Ja, ich stehe so ein bisschen hinter denen. In der Hoffnung, dass unser Team den Ball durchkriegt, der sich dann freien Schuss hatte auf die Gegner. Aber in dem Fall haben die unsere Verteidigung überwältigt. Da hätte ich wahrscheinlich lieber in der Verteidigung stehen sollen. So, wir spielen oben vorbei. Na, shit. So, ich schlag die so ein bisschen, dann nervt die nicht so. Ups. Wir haben ein bisschen HP und Speed natürlich. So, wo kommt der lang? So, ich nerv die andere Juliette mal so ein bisschen. Nice. Da seht ihr, wird sie schon mal rausgeheatet. Nice. Kommen wir einfach nicht vorbei am Gegner gerade. So. Nice. War das. Uff. Anstrengend. Den lasse ich einfach durch. In der Hoffnung, ihn dann genau durchzuschießen. So, hab die ein bisschen genervt, was die HP angeht. Ah, shit. Wollte ich sie rausschmeißen, aber hab komplett daneben gejoinkt. Deswegen die Slime Boys rausnehmen, wenn es geht. Weil die natürlich nerven. Schießen dann so ein bisschen immer den Ball noch weg. Unterbreche die ganze Zeit die Fähigkeiten von denen hoffentlich so ein bisschen. Das ist gut, das ist ein gutes Tor, weil meine HP war so ein bisschen schwierig gerade. Was ist denn ein Hufeisen? Das Hufeisen ist neu, ich glaube, das ist Max-Level. Auf jeden Fall werden die Fähigkeiten halt immer stärker und alles.
Alter, haben aber alle gerade verfehlt, ne? Alter, da hat sie mir so aufs Maul gegeben. Ich habe irgendwie nichts treffen können. Shit. Man hat auch so ein bisschen Cooldown immer auf dem... auf dem Schießen vom Ball. Absolut kein Plan, wo der gerade ist. Aber es reicht. Zeit ist abgelaufen. Wir haben genug Punkte Vorsprung. Passt. Ja. Unser Torwart war sehr solide. Definitiv. Sehr solider Dude. Ich war halt irgendwie in der Mitte so ein bisschen dabei. Wir haben ein paar EP bekommen und alles. Das Spiel ist aktuell kostenlos. Aber die offene Beta endet anscheinend morgen. Also am Montag, bevor das raus... Ich weiß gar nicht, was passiert dann. Ah, das bedeutet, das Game ist dann erstmal nicht verfügbar. Das war jetzt monatelang verfügbar und jetzt endet... wusste ich gar nicht. Habe ich vergessen. Happens. Ich wollte das Video schon länger machen. Also, kommt aber im April raus. Also, keine Sorge. Ne? Das heißt, ihr könnt euch schon mal das Gameplay hier gönnen und dann mal gucken am April, ne, ob ihr das dann noch spielen wollt. Habt ihr noch ein bisschen Vorlauf gerade. Na, was ich euch jetzt auch nochmal zeigen kann. Man kann so Trainings sich gönnen. Da kann man so ein paar Sachen auswählen, ne? Treffer verringern die Abklingzeit, Treffer gewähren schaffbare Boni, bla bla bla. Dann kann man so ein bisschen rum anpassen. Ne, ich habe hier so Speedy Gonzales und Extra Speed, die sind so ein bisschen auf Geschwindigkeit angelegt und aufs Maul muss es geben, Le Maul, Roffelkopter, Uvo. Ja, das ist so ein bisschen Treffer verursachen zusätzlichen Schaden, Treffer verringern die Abklingzeit und Treffer verursachen zusätzlichen Schaden und heilen. Das ist so meins, wenn ich sage, Boy, jetzt will ich Leuten aufs Maul hauen. Ne, damit kann man lang im Spiel bleiben, gut austeilen. Man verteilt nicht die heftigsten Treffer. Ne, Stapel über Stapel ist übrigens richtig krass, wenn man hier auf mehr Details geht. Ja, wird nicht richtig angezeigt, aber man kriegt Bewegungsgeschwindigkeit und Co. Bodenschaden, bla 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 bla. So, wir sind im Match Nummer 2. Wir haben schon einen lustigen Goalie. Der fliegt einfach mal quer über die Map. Das muss so. Und mal gucken, je nachdem, was sie spielen, gönne ich mir Kai. Ja, in den Atlas kann man durchaus mal einen Kai reinpicken. You need me on your team. Ja, das hört sich gut an, oder? Kai ist ein bisschen so ein Speedy Gonzales, der rennt hier durch die Gegend ganz schnell und hat Fernkampfangriffe. Das heißt, wir müssen den Ball nicht mal berühren. Das geht auch so. So, wir schieben den hier rüber. Nerven da so ein bisschen. Das meine ich, da fliegt der Goalie schon mal durch die Gegend. So, der ist jetzt... Schieß ihn noch nach oben. Mate, unser Dude ist doch oben. Schieß ihn doch alle nach oben. Das ist so ein Ding, was ich nie verstehen werde mit unseren Teammates. Dass sie einfach nicht wissen, dass man auch den Ball über Ecken schießen kann. Ups, das war jetzt ein Fehler von mir. So. Über die lange Kante. Hier auch wieder. Nochmal nachgeschossen. So. So, jetzt haben wir so unseren Goalie so ein bisschen verloren. Deswegen tue ich mal Goalie cosplayen. Aber das haben wir wieder geschafft. So, meine HP sind ein bisschen low, deswegen gönne ich mir mal so ein Ding hier. So, hab den rausgejoinkt mit meinem lustigen Ball. Ja, das ist natürlich alles andere als krass gewesen. Das war ein nicer Shot. Shit, da habe ich den nicht durchgekriegt. Der sollte unten zu ihr hin. Ah, shit. Das war sehr knapp. Oh, cool. Da hat der Goalie einfach geschlafen. Was heißt geschlafen? Wahrscheinlich war es einfach nur ein dummer Winkel. Das ist schon ein bisschen intens, weil ihr habt ja gesehen, die Map hier, da ist einfach mal Shit in der Mitte. Was es gar nicht so einfach macht, damit zu spielen. Hat er sich gerade selbst rausgehauen? Nee, kann ja nicht. Ich glaube, sie hat ihn rausgehauen. Wir haben 100 Stacks, das heißt, wir sind fast.
Was gar nicht so schlecht ist. Ich mag es, schnell zu sein. Der Junge, den hat es schon wieder erwischt, ne? Ja. Ich sag ja, das ist normal mit dem Goal, mit dem... Ach, da hätte ich nicht reingehen sollen. Okay. Gut, gut, gut. Der Torwart denkt sich, muss ich nicht halten. Scheint direkt daneben. Die Gegner BMen auch schon. Ich will ungern sterben, deswegen spiele ich so ein bisschen passiv gerade. So. Hä? Oh, die hat mir genau die Rakete in die Fresse gehauen, als ich geschossen habe. Das heißt, der ist quasi Millimeter nach vorne und direkt wieder nach hinten. I'm sorry. So. Okay. Also unsere Estelle hat so ein bisschen mit den lustigen Ecken da. Aber es ist definitiv nicht mein bestes Game gerade mit Kai. Danke. Wollte ihn eh nicht haben. Nice. Reicht denn jetzt auch? Nice. Da haben wir es durchgejoinkt. Da waren die Gegner auf einmal, die wollen es aber wissen. Die sind in unser Gesicht geflogen. Wir stehen gut da. Matchball. Nice. Der Junge ist raus. Noch nicht nach unten. Boah. Es ist halt so traurig, ne? Ich stehe doch offen. Danke. Kai kann relativ gut Momentum wieder aus dem Game rausnehmen. So. Und Estelle kann das Momentum ganz gut reinbringen. Nice. Das sieht man gar nicht. Das ist so ein ganz kleines, lustiges Ding. Sie hat alle Tore gemacht. Ich habe so ein bisschen unterstützend war ich da. War jetzt kein Profi. Also sie war definitiv MVP hier. Aber das war Kai. Ich habe sehr viel Ablenkung gemacht. Ich war da. Ja? Lassen wir das mal so stehen. Ne? Ich könnte euch jetzt nochmal mehr zeigen, irgendwie ein Torwart-Gameplay oder so. Aber lassen wir es dabei. Das war die offene Beta. Ein kleines Fazit. Es macht definitiv Spaß. Ich habe ja ein paar mehr Stunden hier drin. Wo steht das? Insgesamt 15 Stunden. Das heißt, ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe auch ein bisschen gelevelt. Natürlich gibt es einen Battle Pass. Ja. Ranked ist ganz fun. Man kann das mit Freunden machen. Man hat hier ein paar Missionen. Ja, da habe ich auch schon fast alle von fertig. Nur ein, zwei Season-Dinger sind noch übrig. Aber lassen wir es gut sein. Ne, und zwar, ich werde es auch definitiv bei der offenen Beta nochmal mitspielen. Und möchten dann ja auch andere Menschen nochmal mitspielen. Na, was aktuell so Gold ist, ist so, also ungefähr, ich habe schon ein paar gegen Platin-Spieler gespielt, da eskaliert es natürlich komplett, aber ihr seht auch, ein bisschen Luft nach oben ist da noch, wir haben deutlich mehr Siege als Niederlagen, also da geht noch was. Wir sind noch nicht bei unserem 50-50 angekommen, das wird wahrscheinlich irgendwo ein Gold hoch sein, ne? Und ja, shop-technisch kann man sich natürlich Skins und Co. kaufen, aber es ist jetzt kein Pay-to-Win oder Pay-to-Level oder irgendwas, du kommst halt rein. Natürlich hast du nicht alle Charaktere, die musst du dir kaufen, ne, mit Guthaben, was du dir erspielst, oder natürlich mit Premium-Guthaben. Natürlich. Ja, frei sind von Anfang an die ersten vier Boys hier und dann kann man sich ein paar mehr dazu kaufen. Der ist jetzt, ne, also hier ist für jeden was dabei, also definitiv. Und wie gesagt, ich werde am April noch mal reingucken, ne, wenn ihr da auch mal reingucken wollt. Why not? Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bye.